Mein Name ist John Patrick Garth. Ich bezeichne mich gerne als einen etwas anderen Schauspieler. Durch eine Frühgeburt habe ich eine Behinderung, eine Spastik. Ich persönlich finde ja, dass sie mich nicht unbedingt einschränkt. Sie bereichert vielmehr mein Spiel. Es gibt der Figur eine zusätzliche Facette. Ich kann aber auch durchaus Rollen spielen, die nicht unbedingt behindert angelegt sind. Denn erstens sieht man meine Behinderung nicht immer. Wenn ich sitze zum Beispiel, dann sieht man sie nicht. Und zweitens, warum nicht mal einen Angestellten aus dem Supermarkt oder einen Anwalt spielen, der eine Behinderung hat? Das gibt es im normalen Leben ja auch. Und das ist dann ganz natürlich. Hohes Gericht. Der Staatsanwaltschaft ist es nicht gelungen, zu beweisen, dass mein Mandant zur Tatzeit am Tatort war. Auch konnten sie nicht beweisen, dass die Fingerabdrücke, die sie gefunden haben, zu dem Zeitpunkt an den Tatort gekommen sind, wie dort behauptet wird. Mein Mandant ist ein liebender Familienvater, fest verwurzelt in seiner Gemeinde. Und dieser Mann soll der Täter sein? Das Ganze geht auch auf Hessisch, da ich in der Nähe von Frankfurt groß geworden bin. Ah, Frau Huber, schön, dass Sie hier sind. Lang nicht mehr gesehen. Wie immer, 200 Gramm gemischter Aufschnitt. Mach ich Ihnen. Darf es noch ein bisschen Leberwurst sein? Die ist die Woche im Angebot. Mach ich, kein Problem, packe ich Ihnen ein. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, mal jemand richtig Böses zu spielen. Das wird mir richtig Spaß machen, mal so was Intrigantes, Böses. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch mal eine andere Farbe seht und vielleicht hilft es ja, mich auch mal anders zu besetzen.